Liebe Zuschauer, wie angekündigt, vertiefen wir das Thema Asyl noch einmal mit der Bundestagsabgeordneten Maria Michalk. Vielen Dank, dass Sie da sind und sozusagen Stellung für Berlin beziehen. Kommen wir gleich mal zum ersten Thema. Die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland aufgenommen werden, ist ja relativ hoch im Vergleich zur EU. Warum lässt sich europaweit nicht eine Lösung finden, Verteilungsschlüssel ähnlich dem Königshainer Schlüssel, der in Deutschland gilt, wo ja die Flüchtlinge auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden? Warum ist das EU-weit nicht möglich? Wir haben ja das EU-Recht so gestrickt, dass das erste Land, das betreten wird, um Asyl nachgefragt werden muss, und das Erstaufnahmeland dann auch für das Verfahren zuständig ist. Wenn wir jetzt einen Schlüssel innerhalb der europäischen Länder politisch klären würden, uns verständigen würden, dann müssten wir die Flüchtlinge quer durch Europa in die einzelnen Länder selber kutschieren. Das wollen wir nicht, sondern wir halten an unseren Dublin-Vereinbarungen fest. Und die Steuerung ist ja tatsächlich so, Deutschland hat am Ende dann 30% aller Flüchtlinge. Aber wenn wir, das ist sehr viel im Vergleich zu unserem Nachbarland Polen oder Tschechien, wenn wir aber jetzt die Relation zu der Bevölkerung sehen, dann ist Deutschland innerhalb von Europa auf Platz 9, was das Verhältnis Asylbewerber-Bevölkerung angeht. Sie sagten gerade Erstaufnahme da, wo die Leute zuerst ankommen, aber es ist doch relativ nicht so. Na doch, also wenn die rein theoretisch kommen ja die meisten Flüchtlinge über das Meer, da ist Italien besonders betroffen, das wissen wir ja auch. Wir unterstützen auch zusätzlich Italien, damit sie ihre Verpflichtung erst Betrittsland erfüllen können. Bekommt Italien zusätzliche Unterstützung von der Europäischen Union. Aber viele versuchen natürlich illegal erstmal in das begehrte Land Deutschland zu kommen und werden dann von der Polizei, von wem auch immer, hier vor Ort aufgegriffen. Und dann sagen sie das Wort Asyl. Und dann muss das jeweilige Land, Bundesland, in dem sie sich gerade befinden, den Asylantrag bearbeiten. Das ist nach unserem Recht so geregelt. Sie sagten es gerade selber, die meisten der Flüchtlinge kommen illegal ins Land. Nun kriegt man ja so ab und zu mal, gerade wir als Presse, Informationen, dass Leute aufgegriffen wurden. Aber von Schleppern, die vom Prinzip ins Land bringen, dass die aufgegriffen werden, hört man relativ selten. Gibt es da so wenig zu vermelden? Das stimmt, von auch den Verurteilungen, die es ja gibt, hört man leider wenig. Es ist so, dass wir zunehmend mehr Schlepper fassen, einem rechtsstaatlichen Verfahren dann auch zuführen und auch bestrafen. Aber wissen Sie, diese kriminellen Energien sind sowas von extrem hoch, weil es lässt sich viel Geld verdienen, dass sie immer raffinierter werden. Aber wir haben innerhalb der Europäischen Union diese Agentur Frontex, die sich um diese Fragen kümmert. Und daher wissen wir, dass immer mehr Schlepper gefasst werden. Wünschte mir auch persönlich, dass das eine oder andere Beispiel öffentlich stärker publiziert wird. Wie viel Strafe hat denn so ein Schlepper eigentlich zu erwarten? Also wenn er extrem das Leben von Menschen gefährdet hat, man muss ja immer unterscheiden, sie gehen ja freiwillig mit, sie zahlen sogar Geld dafür, dann hat er auch mit Höchststrafe zu rechnen, je nach Schwere des Grades der Lebensgefährdung. Wie sieht es eigentlich aus, kommen wir nochmal zum Thema Asyl hier in Deutschland zurück. Wir haben es schon bei dem Gespräch in Bautzen mal erwähnt, Familien sind offensichtlich lieber gesehen als alleinstehende Männer. Wie kann man sich eigentlich diese, ich sag mal, gefühlte Überzahl dieser Männer erklären? Grundsätzlich ist es ja so, dass junge Männer flexibler, mobiler sind, vielleicht auch die Strapazen eines solchen Weges besser abhalten. Und wir wissen viel von vielen Familien, die ihr ganzes Hab und Gut zusammenkratzen, um dieses Schleusergeld beizubringen, und schicken einen ihrer jungen Männer da los. Mit der Hoffnung, dass er in Deutschland Geld verdient und dann das Geld nach Hause schickt. Oder auch mit der Hoffnung, dass die Familie nachziehen kann. Also die neuen Diskussionen, die wir um das sogenannte Einwanderungsgesetz haben, die sehe ich sehr skeptisch, weil das nämlich bedeuten würde, dass dann die Familien stärker als noch bisher nachziehen könnten. Da müssen wir sehr aufpassen. Also die Tatsache, dass junge Männer dann sich ihr Glück in Deutschland suchen, wobei wir wirklich davon ausgehen, dass man hier alle Not der Welt hier in Deutschland lösen kann, die ist extrem hoch und die beschäftigt uns politisch fast jeden Tag in Berlin.
Wie sieht es eigentlich aus? Die Asylbewerberanträge werden ja vom Prinzip her vom Amt für Migration bearbeitet, alleinig bearbeitet. Mittlerweile ist man so bei 7 bis 9 Monaten pro Antrag. Das soll reduziert werden durch mehr Mitarbeiter. Der Ansturm wird aber bleiben. Reicht die Zahl der jetzt neu Eingesetzten? Ja, man muss wissen, also der Durchschnittsverfahrensweg war sogar 12 Monate. Wir sind jetzt bei 5 Monaten. Wir haben durch personelle Aufstockung mit zusätzlichen Haushaltsmitteln des Bundes im Vorjahre und im letzten Jahr insgesamt 650 neue Arbeitsstellen bei der BAMF etabliert, muss ja alles haushaltsmäßig ordentlich eingetütet sein. Die Stellen müssen auch besetzt sein, damit die Verfahren schneller gehen. Wir haben das Ziel, diese Bearbeitungszeit auf 3 Monate zu verkürzen. Das ist notwendig. Wenn die Flüchtlingszahlen steigen durch die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt, und das ist tatsächlich so zu befürchten für die nächsten Monate, dann muss man auch nochmal um eine weitere Aufstockung nachdenken. Das ist auch ein politisches Thema. Aber ich denke, wir haben als Bund da jetzt erstmal eine große Entlastung geschafft. Wie sieht es eigentlich aus? Wir haben im Landkreis erfahren, die Leute, die vom Prinzip her nicht geduldet sind und kein Asylrecht bekommen, müssen gehen. Im Landkreis selber hat man darüber wenig Überblick, ob das auch tatsächlich erfolgt. Wer kontrolliert das? Das ist eine schwierige Aufgabe, weil auf der einen Seite merkt man, wer jetzt Duldungsrecht hat und ein Verfahren zu laufen hat, der ist ja in einer Einrichtung. Wir halten grundsätzlich an dieser sogenannten Erstaufnahmeunterbringung fest, weil man dann die Leute konzentriert hat. Und auch in dem Fall, wo ein Asylverfahren gar nicht oder ganz klar abgelehnt werden muss, nämlich weil sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen. Die Liste der sicheren Herkunftsländer haben wir als Bund auch nochmal erweitert. Dann haben sie sofort diese Aufforderung zur Abschiebung, also das heißt zu gehen. Und wenn sie nicht gehen, werden sie abgeschoben. Und für die Abschiebung selber sind die Länder zuständig. Sachsen hat ja eine große Abschiebequote, 20% etwa. Das mehr als andere Länder. Hier wünschen wir uns auch, dass es konsequenter ist. Wenn jemand untertaucht durch andere Familienangehörige, manchmal auch durch Kirchen oder bekannte Freunde, einfach im illegalen Bereich verschwindet, das können sie nicht merken. Sei denn, sie verlangen irgendwelche Sozialleistungen, dann merkt es die Behörde, wo der Antrag gestellt wird. Also man kann das über die Leistungskontrolle etwas in den Griff bekommen. Man merkt es auch, wenn gesundheitliche Leistungen notwendig sind. Wenn jetzt jemand eine Notbehandlung braucht, dann muss der Arzt gerufen werden und dann kann man sowas feststellen. Das ist also wirklich sehr, sehr differenziert, hochkomplex und schwierig für die Leute, die vor Ort mit diesen Themen umgehen müssen. Ganz konfliktfrei ist das Leben in den Asylbewerberheimen nicht. Wenn dort jemand konsequent Ärger macht, wirkt sich das auf sein Asylverfahren aus? Ja, also grundsätzlich ist das Asylrecht an die politische Verfolgung geknüpft. Und wenn man das nicht nachweisen kann, wenn man sich an die Regeln des Gastlandes nicht hält, wenn man sogar vielleicht auch kriminell wird, dann muss man sich gefallen lassen, dass man von der Härte des Gesetzes in Deutschland auch betroffen ist. Heißt konkret? Wer kriminell geworden ist in Deutschland, wird sofort abgeschoben, muss sofort abgeschoben werden oder wird inhaftiert. Haben wir ja auch Beispiele, wer auch innerhalb einer Einrichtung sich nicht an die Spielregeln hält, wird weggesperrt. Und das macht, glaube ich, unsere Polizei sehr gut. Wie sieht es eigentlich aus? Der Bund hat ja jetzt entlastet die Kommunen sozusagen mit mehr Mitteln. Allerdings, ob es nur aus dem Topf des Landkreises, aus dem Topf des Bundes kommt, es bleiben Steuergelder. Können Sie den Unmut der Menschen darüber manchmal verstehen? Ja, grundsätzlich ist es das so, dass unser hart erarbeitetes Geld, von dem wir Steuern zahlen, die notwendig sind, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, sehr verantwortlich umgehen müssen. Der Bundesrechnungshof kontrolliert es auch jedes Jahr und Missstände werden öffentlich publik gemacht. Deshalb muss man sparsam umgehen. Die Diskussion ist aber in dieser speziellen Frage immer darauf hingelaufen, welche Belastung tragen die Länder, welche Lasten tun wir den Kreisen aufbürden, und in der Diskussion haben wir als Bund gesagt, okay, wir müssen die Länder und die Kommunen stärker entlasten.
Insgesamt trägt der Bund ungefähr 1 Milliarde Euro für diesen ganzen Bereich. Sie wissen, dass wir zusätzlich Geld im letzten Jahr bewilligt haben für besondere Gesundheitsleistungen, weil es uns auch wichtig ist, also 40 Millionen waren das, weil es uns auch wichtig ist, dass die Erstuntersuchungen ordnungsgemäß ablaufen können, vielleicht auch zusätzlich die Ärzte involviert werden, damit nicht neue Krankheiten in unser Land reingeschleppt werden. Auch das sind Fragen, die die Menschen beängstigen. Zu Recht. Und deshalb muss da große Unterstützung kommen. Wir haben zusätzlich über 25 Millionen zusätzlich Gelder als Bund bewilligt, damit die Integrationskurse flächendeckend auch laufen können und vieles mehr. Trotzdem bleibt es dabei, mehr Flüchtlinge heißt für uns auch mehr Geld. Deshalb haben wir zum Beispiel letzte Woche auch im Bundestag eine Debatte dazu geführt, wie wir es schaffen können, dass wir die Not oder die Hilfen in den Ländern stärker anbringen, wo die Leute herkommen, weil, wie am Anfang gesagt, wir können nicht alle Probleme dieser Welt in Deutschland klären. Zum Schluss noch eine mehr oder minder persönliche Frage beim Thema Asylpolitik. Was würden Sie sich von den Menschen eigentlich so mehr erhoffen? Also wenn ich mit den Menschen so spreche, und das tue ich gerade auch in letzter Zeit sehr viel, das ist schon immer ein Thema, dann merke ich, es sind immer noch nicht genug Informationen unterwegs und vorhanden, und einfach auch das Wissen über die Zusammenhänge ist sehr schwierig zu vermitteln, weil es in den unterschiedlichen Entscheidungsebenen auch schwer auseinanderzuhalten ist. Deshalb brauche ich, glaube ich, auch mehr Transparenz. Die fordere ich auch ein. Das gilt auch an die eigene Adresse. Wir müssen auch daran arbeiten, dass wir weniger Vorurteile gegenüber den Leuten haben, die zu uns kommen. Wenn man weiß, dass jeder zweite syrische Mensch, Bewohner seine Heimat verlassen hat, dann kann man so ein bisschen nachvollziehen, welche Tragik auch in diesem Thema steckt. Und deshalb finde ich es gut, wenn wir auf eine ehrliche Hilfsbereitschaft bei unseren Menschen, mit einer ehrlichen Hilfsbereitschaft rechnen können, sie ausbauen, aber eben auch so, dass sie nicht ausgenutzt wird. Das ist mir wichtig. Frau Michalk, ich danke Ihnen für das Gespräch, und liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten die eine oder andere Frage klären.